Ja, hi Freunde, hier ist euer Mofa, ich grüße euch ganz herzlich. Leute, wir sind heute bei einer Runde Star Wars Battlefront, beziehungsweise nehme ich es jetzt mal als angespielt, vielleicht werde ich noch ein oder andere Folge droppen davon. Ich fand das Game sehr cool und man muss sagen, ey, ich bin überhaupt kein Star Wars Fan, ich hasse es, um ehrlich zu sein. Alles, was mit Star anfängt, Star Wars, Star Trek, alles Mist in meinen Augen. Wenn es jemand anders sieht, ist natürlich ganz anderes, ist Geschmackssache. Aber das Game hat mich wirklich geflasht, die Grafik enormst cool, Leute. Und der Trailer vom neuen Film ist natürlich auch mega cool und ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich mich vielleicht sogar mit Star Wars anfreunden könnte so langsam. Es wird wirklich langsam sehr, sehr cool. Freunde, wir sind hier in dem Multiplayer. Ich bin jetzt noch relativ newbie hier unterwegs, muss ich sagen. Und wir gehen hier mal, ich weiß gar nicht, welcher Modi hier am öftesten gespielt wird. Wir gehen einfach mal, ja, in eine Abwurfzone. Da sind nur 16 Leute dabei. Das ist vielleicht für mich als Newbie ganz gut, denke ich mal. Und was man noch dazu sagen muss, es ist vielen vielleicht aufgefallen, ich habe die letzten 3-4 Tage sehr wenig Folgen gedroppt, lag da dran, meine Grafikkarte war kaputt und jetzt habe ich mir 2 neue gekauft. Und Freunde, muss man ganz kurz dazu sagen, es sind die Einstiegskarten von Nvidia, aber im SLI-Betrieb und sind wirklich enorm. Ich spiele hier Ultra, ihr könnt die FPS wahrscheinlich leider nicht sehen, es sei denn, ich habe es vergessen wieder auszumachen. Ich denke mal hier auf Ultra, denke ich mal mit 120 bis 140 FPS, sollte ganz gut sein. Okay, wir gehen jetzt hier mal kurz unsere Hände auswählen. Ah, ich habe jetzt hier noch nicht so wirklich viel freigeschalten. Aber vom Gewehr können wir vielleicht hier... Jetzt haben wir... Ach, das ist ausgerüstet, das wollen wir nicht. Ich rüste einfach mal das hier aus. Ich habe mir einfach mal Gewehre freigeschalten. Ich habe nicht gewusst, welche gut ist oder welche nicht gut sind. Deswegen lasse ich es jetzt einfach mal so. Okay, wir gehen zurück und gehen mal ins Spiel beitreten. Aktiviere die Rettungskapsel, um sie zu bergen. Verteidige die Rettungskapsel, während sie geborgen wird. Die Seite, die meisten Rettungskapseln birgt, gewinnt. Klingt sehr logisch, klingt einfach und wir werden natürlich gleich mal loslegen. Und Freunde, die Grafik, es sieht so enormst genial aus. Wir werfen einfach mal eine Granate. Ich habe keine Ahnung, wer hier ist. Oh, und da hat es hier schon bei mir geschlippert. Komm schon! Ah, okay, das war sehr, sehr eng. Allerdings bin ich jetzt hier nicht so der Battlefield, ja, Pro. Also ich war schon bei Battlefield 3, bei Battlefield 4 und bei Hardline war ich jetzt auch nicht so on top. Und es basiert ja auf der gleichen Engine. Von dem her, könnte ich mir vorstellen, dass es hier auch nicht viel besser wird. Man hat halt hier enorme Probleme, die Gegner so ein bisschen zu sehen. Also zumindest ich als Newbie. Wir verlieren die Rettungskapsel an die imperialen Truppen. Schlag sie zurück, schnell. Okay, aber ich probiere mich jetzt hier so ein bisschen zu fokussieren. Oh, scheiße. Ah! Oh! Leute, da hat schon gescheppert, aber ordentlich hier. Oh, können wir das mit der 3 kaputt machen, dieses Ding? Ja. Sehr schön. Und da ist es schon kaputt. Ey, die hauen hier aber auch Granaten hin, was das Zeug hält. Komm schon! Oh, scheiße. Ich weiß gar nicht, wie viel ich gefragt habe. Ah, okay, wird noch besser. Ist mein erstes Game heute. Okay, neue Kapsel im Anflug. Mir wurde ja auch gesagt, ich soll nicht so viel rennen in dem Game. Denn wenn ihr rennt, dann dauert es immer ein bisschen länger, bis seine Waffe wieder bereit ist zum Schießen. Sehr schön. Ich hoffe, die fliegt soweit. Ich bin hier gerade enorm fokussiert. Oh nein, 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 nein! Wo war er denn? Freunde, wo war der? Komm schon, nein! Leute, ach, er hatte nur noch 34 HP. Ich hatte den Waren allerdings ein bisschen angekratzt. Ah, schade. Okay, kriegen wir noch hin. Ihr dürft, wie gesagt, euch von mir jetzt hier keinen krassen, extremen Skill erhoffen oder so. Wie gesagt, ich dattle es hier nur eigentlich zum Spaß. Und wir haben schon wieder Kapsel verloren. Eine im Boden. Ach komm, wir wurden hier schon wieder angeschossen. Hier vorne habe ich auch schon wieder was gesehen. Leute, ich weiß gar nicht, macht das einen Unterschied, ob ich jetzt... Oh, scheiße, ob ich hier Headshots drücke. Oder ob ich hier Körpertreffer mache, das weiß ich noch nicht.
Könnt ihr mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es vielleicht wisst? Okay, sieht aber aus, als würden wir hier gerade die totale Abreibung bekommen. Aber ich muss auch sagen, es ist wirklich sehr schwer, so einen Shooter zu spielen, sich zu fokussieren. Und dann gleichzeitig vielleicht noch zu kommentieren. Hey, wer ist hier hinter mir? Ach komm. Für was habe ich auch ein Radar? Ich benutze einfach viel zu wenig. Okay, ich muss ringsrum um uns müssen hier Gegner sein. Scheiße, Freunde, die müssen wir auf jeden Fall. Das müssen wir verhindern. Wir sind ziemlich nah dran. Hier haben wir schon was. Yes! Er hat tatsächlich daneben geschossen auf die kurze Distanz hier. Wir müssen hier runter. Nein! Nein! Oh mein Gott! Und ich. Und ich sag noch, wie kann der daneben schießen, obwohl er genau hinter mir war? Ah. Neue Kapsel im Anflug. Ich glaube, es sind 5 Stück. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Okay, und runter. Sehr schön. Sehr schön. Okay, wir pushen gerade vor, das sehr gut ist. Sehr schön. Ah, ich habe ihn noch gesehen. Scheiße, da war ich ein bisschen spät dran. Da hat er ein bisschen gecampt hier im Eck. Ja, was heißt campen kann man hier nicht. Er muss ja beschützen. Von dem her soll es eigentlich in Ordnung gehen. Aber wie gesagt, es ist für mich enorm schwer zu kommentieren und gleichzeitig gut zu spielen. Hier hinten habe ich auch einen gesehen. Sehr schön. Sehr schön. Ah, Hashtag bei mir läuft's nicht. Scheiße. Rang 6 erreicht. Sehr schön, Leute. Wir haben eine Niederlage, aber wir haben Rang 6 erreicht. Was haben wir denn? 6 zu 8. Ja, gut. Es hält sich so, wie bei CS, möchte ich mal sagen. Ist so relativ ausgeglichen. Bei CS vielleicht ein bisschen einen Zacken besser. Aber ich finde auch CS sehr viel leichter. Muss ich ehrlich sagen. Aber ich denke mal, das ist alles nur Gewohnheitssache. Wir gehen nochmal in ein Match und werden natürlich vom Anfang an diesmal eines mitdrücken. Können wir mal in die Kommentare schreiben, wer von euch auch spielt. Dann kann man vielleicht hier sogar mal, ich weiß gar nicht, ob man hier so seine Freunde einladen kann. Ich bin eigentlich sehr wenig unterwegs auf Origin. Ja, 209 Credits. Ich glaube, das ist jetzt nicht die Welt. Aber können wir hier vielleicht schon irgendwas kaufen? Kontaktgranate. Ich kenne mich jetzt noch nicht so aus. Ich weiß, dass ich das Ding habe. Und den Ion-Torpedo. Nee, das, ich weiß gar nicht, was. Was sind denn eine Impulskanone? Ja, okay. Scharfschützengewehr. Wollen wir das einfach mal nehmen? Ah, das können wir noch nicht kaufen. Da fehlen uns ein paar Credits leider noch. Und die Kontaktgranate, von der wurde ich auch schon sehr, sehr oft platt gemacht. Nee, Freunde, wir gehen einfach nochmal ein kurzes Game spielen. Ah, und gerade im Wald, da tue ich mir noch schwerer mit den Zähnen. Okay, aktiviere die Rettungskapsel, um sie zu bergen. Verteidigen Sie die Rettungskapsel, während sie geborgen wird. Die Seite, die meisten Rettungskapseln birgt, gewinnt. Okay. Ich probiere es jetzt einfach mal mit dem Gerät hier. Ja, vielleicht geht es ein bisschen besser rein. Und Rot ist schon wieder hier totalen Capturen. Wow, Leute, das waren schöne Kills. Ich glaube, Kopfschüsse nützen anscheinend echt was. Sehr schön. Einfach nur ruhig und easy chilling schießen, wie bei CS. Und dann soll das eigentlich funktionieren. Oh, hey! Ah! Spray! Sehr schön. Wow, Raketenwerfer. Ich habe sogar noch die Rakete total auf mich zufrieden fliegen sehen. Okay, wir probieren das Ganze nochmal.
Ah, schade. Aber Freunde, das Game macht wirklich Laune, auch wenn ich sehr, sehr oft verliere oder immer Negativ-States habe oder sehr oft Negativ-States habe. Aber es ist trotzdem eine ganze Menge Spaß, dieses Game. Kreuzfeuer, sehr schön. Granate, hier muss jemand sein. Einfach mal. Oh, die Ziel, warum habe ich diesmal nicht gezoomt? Ich zoome bei jedem Drecks, bei jedem Spiel mit der Rail bei Robocraft gehe ich ja auch zoomen, wenn der 2 cm vor mir steht. Bei Counter-Strike ebenfalls. Und hier. Ah, mache ich es ausnahmsweise mal nicht. Und verliere gleich. Ah, nee. Nee. Okay, ich laufe jetzt mal mit meinen Mates hier. Unsere Suchdroiden haben noch eine Rettungskapsel geortet. Sofort vorrücken und sichern. Hier unten muss was sein. Die Rebellen sichern das Gebiet um die Rettungskapsel. Wir müssen sie stoppen. Sehr schön, da hinten war noch eine. Wir probieren es auch einfach mal. Wir müssen aufpassen, die könnten direkt hinter uns kommen. Er hatte den gleichen Plan wie ich, aber er hat anscheinend die schnellere Wumme. Er hat dieses Standardgewehr, glaube ich. Ich würde es ja feiern, hier so ein Wärmebildsensor-Gedöns. Das wäre ziemlich nice. Okay, wir sind aber schon wieder im Nachteil. Aber wie gesagt, es macht auf jeden Fall jede Menge Spaß. Und da ist es jetzt, sage ich mal, nicht so schlimm, dass man mal verliert oder öfters verliert oder mal Negativ-Stats hat. Sehr schön, da hat er ihn genutzt. Unsere Scanner haben noch eine Rettungskapsel geortet. Leute, hier ist doch einer vorbeigehupft. Nein, er steht wieder direkt neben mir. Warum? Passiert es euch auch immer? Ja, ja, hey. Ja, wie gesagt, gib mir ja hier so 200-300 Stunden, ne? Dann sollte das vielleicht ein bisschen besser aussehen. Nee, ich denke mal, vielleicht nach einem kleinen Warm-Up-Match. Das ist ja so gesehen mein Warm-Up. Soll es eigentlich wieder ganz gut werden? Sehr schön. Jetzt werdet ihr sagen, hey Mo, verhalte dich doch nach diesen Kreisen. Oh, was war denn das hier für ein Angriff? Das war ziemlich hardcore. Jetzt müssen wir natürlich wieder enorm weit laufen. Wir sind aber ziemlich in der Nähe. Ah nein, jetzt wurde sie übernommen. Wir haben sie verloren. Sehr schön. Wir müssen ein bisschen in Deckung. Sehr schön. Zum Glück müssen wir hier nicht nachladen. Das wird alles automatisch für uns gemacht. Hier war was. Ach, das war mein Mech, glaube ich. Okay, Freunde, wir müssen die andere Kapsel holen. Die Gegner sind uns natürlich enorm voraus. Ich gebe hier natürlich mein Bestes, um zu kommentieren. Und das klingt wahrscheinlich eh schon schwachsinnig, absolut. Was mich hier stört, hier bleibt man tatsächlich so ein bisschen... Ey, wer hat ihn hier geschossen, Freunde? Schnell mal mit Lauf! Hier oben ist er. Zwei Stück waren das. Ah, ich habe ihn sogar noch getroffen. Ah, leider hat es nicht gereicht. Jetzt sind wir natürlich wieder hier fast 200 Meter weg. Wir probieren es einfach. Ja, ich finde hier Verteidigen immer schon fast leichter wie... Nein! Wie diese Kapsel zu pushen oder hier dieses die Verteidigung zu durchbrechen. Neue Kapsel im Anflug, wo landet sie denn? Hier hinten ist sie. Hier hinten ist sie, hier hinten ist sie. Nein! Wie kann denn das sein? Er hat nur so eine kleine Pistole, schießt einmal auf mich und ich bin instant defekt. Liegt es daran, dass die vielleicht ein bisschen höher geskillt sind wie ich? Ich weiß es jetzt nicht. Also wie gesagt, ich kenne mich jetzt hier in diesem Game noch nicht so krass aus. Aber ich finde es auf jeden Fall bis jetzt sehr, sehr nice. Sehr schön. Wir hauen einfach mal eine runter.
Hier war doch was. Orbitalangriff! Leute, sowas kapp ich alles gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie die das machen hier. Okay, ich glaube, wir werden das zweite Röhrchen auch verlieren. Vielleicht liegt es an mir, ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber wie gesagt, ich bin natürlich immer noch bereit. Ah, wir haben ihn schon wieder verloren. Ja, wir haben verloren. Zweite Runde, zweiter los. Okay, sehr schade eigentlich. Freunde, auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr cooles Game. Ich werde mich auf jeden Fall damit jetzt die nächste Zeit ein bisschen beschäftigen, denke ich mal. Und wenn ihr wollt, könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, falls ihr das Game auch haben solltet. Ich denke mal, man kann es ziemlich sicher... Ah, man kann es ziemlich sicher zu zweit auch spielen oder zu dritt oder zu viert wahrscheinlich. Lasst mich einfach wissen. Ja, Freunde, dann war es das auf jeden Fall von, ja, ich sag mal, den kurzen kleinen Angespiel von Star Wars Battlefront. Sehr cooles Game, wie ich finde. Und ja, freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Leute, bis dahin, macht's gut. Euer Wolf Willi, bye bye.